haben uns vom Zoo, vom Botanischen Garten und vom Tierschutzzentrum zusammengetan und eine Kooperation geschlossen und werden jetzt in nächster Zeit viel zusammen machen und nicht nur bewerben gegenseitig, sondern auch Veranstaltungen und Aktionen zusammen machen. Und das ist heute der Auftakt, Science After Work. Und mit dem ersten Vortrag von Frank Brandstätter, Faktoren des Aussterbens, starten wir heute. Es war einmal ein schauriger, urzeitgemäßer Vater. Er lebte tief in den Morästen und hatte keinen Drang nach Westen. Auch nicht nach Süden, nicht nach Norden. Drum ist auch nichts aus ihm geworden. Da er auf jeglichem Gebiete nichts weiter war als eine Miete, beschloss er kurz, sich zu verfärben und für die Nachwelt auszusterben. Das ist fürwahr ein trauriger, doch zeitgemäßer Saurier. Ein Gedicht von Heinz Erhardt. Und ich fand das passt so schön zum Vortrag heute Abend. Und nein, ich werde nicht bei den Sauriern anfangen, darum geht es nicht. Obwohl das Bild natürlich ein bisschen symbolhaft dafür steht, was kann so alles dazu beitragen, dass Tiere aussterben. Und wer vielleicht den Ankündigungstext für heute Abend gesehen hat, der hat gesehen, dass der Fokus so ein bisschen auf dieser Phrase liegt, vom Menschen ausgerottet. Also wenn Sie die Ausstellung hier, die sehr gute Ausstellung, die Sie sich auf jeden Fall noch anschauen sollten, falls Sie sie noch nicht gesehen haben, ich habe natürlich vorausgesetzt, dass Sie die alle schon gesehen haben, angucken oder auch anderswo, dann liest man das ja nun mal sehr häufig. Nicht bei den Tieren, die vor allen Dingen in der Neuzeit ausgestorben sind. Was ich aber so faszinierend finde, ist, was heißt das eigentlich, vom Menschen ausgerottet? Das heißt ja nicht immer und in den meisten Fällen auch nicht mal, dass da irgendjemand mit einer Drache rumläuft und die Tiere einfach alle abschießt, sondern es gibt verschiedene Gründe und ich möchte einfach an ein paar Beispielen das aufzeigen. Wir gehen jetzt nicht bei jedem einzelnen Tier in die Tiefe, aber ich versuche so ein paar Eckdaten weiterzugeben, auch so ein paar Jahreszahlen, also das Ganze ist so, also am Anfang so ein bisschen chronologisch geordnet, da gehen wir am weitesten zurück und ernähren uns dann immer mehr der Neuzeit bis in die Istzeit. Und wir fangen an mit einer Tierart, die aus meiner Sicht und dem, was ich aus der Literatur weiß, eine der ersten Tiergruppen war, das ist nicht eine Art, sondern eine Tiergruppe, die durch den Menschen vermutlich ausgerottet wurde. Man muss das so sagen, weil bei solchen Ereignissen, die relativ lange zurückliegen, kann man das nicht mehr ganz genau sagen und ich werde nachher auch noch Beispiele dafür nennen, dass das zuweilen auch gar nicht so deutlich zu definieren ist, was jetzt der letztendliche Grund für das Aussterben war. Das sind die Riesenfaultiere. Man sagt Riesenfaultier oder der englische Begriff ist ja Ground Sloth, weil die als Faultierverwandte sich aber vorwiegend am Boden aufhielten. Sie sehen hier rechts, das ist eines unserer zwei Fingerfaultiere im Zoo Dortmund und das ist tatsächlich eine der Faultierarten, die heute noch leben, wobei man bei der Systematik der Riesenfaultiere manche Arten hat, wo man weiß, da ist der Verwandtschaftsbezug näher zu Ameisenbären als zu Faultieren. Wahrscheinlich liegt es daran, dass diese Pilosa, also die haartragenden Nebengelenktiere, aus einer Wurzel herausgegangen sind. Die größten Vertreter der Riesenfaultiere, soweit man das bisher weiß, waren die Megatherien, die halt eben bis zu 6 Meter Standhöhe erreicht haben. Wenn die sich also hier an so einem Baumstamm, ich finde, ist immer so ein bisschen mickrig hier gezeichnet, ich glaube, die haben sich eher an größeren Baumstämmen festgehalten. Und man sieht aber, es gab immerhin 3 verschiedene Familien, in denen es Riesenfaultiere gab. Das Megatherium gehörte zu dieser ausgestorbenen Familie der Megatheriidae. Die bekanntesten sind die Mylodonten, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und heute gibt es noch die Familie der Megalonychidae, da gehören halt die Faultiere dazu, die Sie, wie gesagt, heute auch noch unter Umständen im Zoo Dortmund sehen können, wenn Sie da mal hinkommen. Da hinten hängt übrigens auch eins in der Vitrine. Es lebt aber nicht mehr. So, ganz interessant ist, was viele Leute nicht wissen, man sagt immer, Riesenfaultiere, ach, die sind vor 10.000 Jahren ausgestorben. Nein, das stimmt nicht. Aber der Begriff Riesenfaultiere ist ja ein systematisch zu verstehender Begriff. Nicht alle Riesenfaultiere waren riesengroß,
sondern manche hatten halt nur Pudel- oder Hundegröße. Und die Riesenfaultiere lebten tatsächlich noch viel länger. Und zwar insbesondere auf Haiti. Die letzten Haiti-Riesenfaultiere sind ungefähr im 15. Jahrhundert ausgestorben. Auch da ist die Diskussion, hat das die Ankunft der Spanier was damit zu tun oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht, weil die Bestände zu dem Zeitpunkt schon sehr ausgedünnt waren. Und hier ist einfach mal, das ist eine Zeichnung, die ich irgendwo im Netz gefunden habe, diese haitianischen Faultiere hatten also allenfalls Bärengröße und waren also nicht das, was man sich unter einem Riesenfaultier vorstellt. Aber sie gehören halt in diese Verwandtschaft rein. Und man denkt sich, also man geht davon aus, dass die Jagd auf diese Tiere durchaus ein entscheidender Faktor war. Man hat da auch für mal den Ausdruck Overkill-Hypothese geprägt, weil diese relativ langsam sich bewegenden Tiere natürlich leicht zu jagen waren. Andererseits weiß man, dass einige Riesenfaultiere eine sehr, sehr lange Generationsdauer hatten. Also die Bestände haben sich nur ungefähr alle 7 Jahre bei manchen Gruppen wieder erneuert und da waren die natürlich schneller bejagt, als dass sie sich wieder fortgepflanzt haben. Eines der am weitesten verbreiteten Riesenfaultiere ist halt eben dieses Myllodon darwini. Das war tatsächlich von Feuerland bis Alaska verbreitet, also ein sehr anpassungsfähiges Tier. Und da gibt es halt eben diese interessante Theorie, dass es unter Umständen noch rezente, überlebende Verwandte im brasilianischen Urwald gibt. Und das deckt sich mit der Mapinguari-Legende in Brasilien, wo man sich von diesem Ungeheuer erzählt, das da rumläuft. Nun gibt es tatsächlich einige sehr schwammige Berichte, nämlich es gibt einen Bericht von 1890 aus Chile von einem Herrn Lister, der hier auch im Namen verewigt wurde, das war ein Mitarbeiter des La Plata Museums und der hat halt gesagt, er hätte so ein Viech gesehen, hat aber natürlich keinen Beweis dafür liefern können. 1895 wurde in Chile ein Fell gefunden von so einem Tier und die Universität Uppsala in Schweden und das La Plata Museum haben das als ein Fell von einem Myllodon identifiziert und das Natural History Museum hat 1902 auf dieses Fell bezogen publiziert, dass es sich um ein kürzlich getötetes Exemplar wohl gehandelt hat. Außerdem wurde gut erhaltener Dung gefunden, weswegen Woodward und Moreno 1899 die nicht gültige wissenschaftliche Art Neomyllodon, also Neuzeitmyllodon Listae gegründet haben. Es gibt keine Belege dafür, aber das ist halt eben der springende Punkt. Wir bewegen uns hier auf einem Gebiet, das ist das Gebiet der Kryptozoologie. Gibt es diese Tiere noch oder nicht? Und diese Mapinguaris sind ein beliebtes Objekt der Kryptozoologie. Es hat in den Jahren 1988 bis 2000 15 Expeditionen unter der Leitung von Richard Oren vom Natural History Museum gegeben nach Brasilien, der nach dem Mapinguari gesucht hat und bekanntlich gar nicht gefunden hat. Wenn er gefunden hätte, müssten wir es. Aber da sieht man, wie sich das auch so überschneidet und wie möglicherweise solche Tiere, die noch bis in die Zeit der Ankunft des Menschen und der Kulturentwicklung des Menschen lebten, sich dann auch im kulturellen Allgemeingedächtnis verhaftet haben. Und besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die berühmte chilenische Schriftstellerin Isabel Allende, vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen schon mal von ihr gehört, in ihrem Roman Die Stadt der wilden Götter, dieses Thema, das was auf dieser Tafel dargestellt ist, mit eingebaut hat. Und ich zitiere dazu eine Passage, den Beginn des 14. Kapitels, da heißt es wie folgt. Dann, kurz darauf, sahen Alex und Nadja die Bestie. Sie war nur einen Steinwurf entfernt und ging auf die Stadt zu. Wie ein gigantischer Menschenaffe, bestimmt über 3 Meter groß, schritt sie aufrecht auf 2 Füßen vorwärts. Ihre Arme reichten bis zum Boden und das Köpfchen mit dem melancholischen Gesichtsausdruck wirkte zu klein für die massige Gestalt. Sie war von einem drahtigen schwarzen Pelz bedeckt und ihre Pranken endeten in 3 langen, scharfen, grubensäbelähnlichen Klauen. Wenn Sie sich das Bild nochmal hier im Vergleich ansehen. Sie bewegte sich so unglaublich langsam,
dass sie gar nicht von der Stelle zu kommen schien. Nadja wusste sofort, es war das gleiche Wesen, das sie schon einmal gesehen hatte. Vor Schreck blieben sie wie angewurzelt stehen und starrten die Bestie an. Irgendwie ähnelte sie einem Tier, das sie kannten. Aber sie kamen nicht drauf. Wie ein Faultier, sagte Nadja endlich. Ich finde, das ist eine sehr beeindruckende Beschreibung eines solchen Riesenfaultiers, so wie es tatsächlich auch in den Bildern dargestellt ist. Das heißt, Frau Allende hat diese Legende des Mapigua, die sich übrigens wie ein roter Faden durch diesen Roman zieht, sehr genau studiert und natürlich auch die legendären Parts damit eingebaut. Das ist nur ein Hinweis, falls Sie nicht wissen, was ich lesen soll im Herbst. Das Buch liegt mal vor. Also das ist so eine Gruppe von Tieren, die wahrscheinlich mit die ersten waren, wo der Mensch zumindest durch Jagd, durch aktive Jagd, dazu beigetragen hat, dass sie ausgestorben ist. So, dann haben wir hier, das ist ja auch ein wichtiges Thema hier im Naturmuseum, das Mammut. Wenn Sie den englischen Ausdruck Mammoth dafür nehmen, dann ist damit nicht immer dasselbe Tier gemeint, aber im Grunde genommen diese beiden Pendants. Links ist das eurasische Mammut, also Mammutus primigenius, das, was wir als Wollhaar-Mammut bezeichnen, und Mammut americanum übrigens. Die wissenschaftlichen Namen sind korrekt geschrieben, also einmal mit H, einmal ohne H und ohne U. Mammut americanum ist das, was man als Mastodonten bezeichnet hat. Ich glaube, die Amerikaner nennen das auch Mammoth, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das sind auf jeden Fall diese zwei Typen, die in der Regel damit gemeint sind. Auch hier ist es so, dass die Mammute mehr oder weniger vor ungefähr 10.000 Jahren vielleicht ausgestorben sind. Aber auch da gab es natürlich eine Reliktpopulation, die sich bis lange danach erhalten hat, und zwar auf den Wrangel Islands. Das ist in Nordsibirien. Diese Karte, Sie gucken praktisch von oben jetzt da drauf, nicht also vom Nordpol auf die Karte, dann haben wir hier Europa, hier sieht man Spanien, England, Italien und hier sozusagen Sibirien. Und die Wrangel Island ist hier, also ganz im äußersten Osten. Und da, nach heutiger Kenntnis, lebten die letzten Mammute. Und die waren aber tatsächlich nicht so groß, wie man sich das vorstellt, sondern das war eine verzwergte Form. Das gibt es natürlich häufiger, das kennen wir von Inseln. Wir wissen, es gab ja auch auf den Mittelmeerinseln Elefantenformen, die als verzwergte Form aufgetaucht sind. Und hier war das offenbar ganz ähnlich, aber es gibt da noch ganz andere Gründe. Und wenn man jetzt sich diese Wrangel Island Population genauer anguckt, was viele Wissenschaftler getan haben, dann stellt man fest, ganz offenbar war die Jagd, zumindest bei dieser Population, nicht der entscheidende Faktor. Zumal die Wrangel-Insel so gut wie gar nicht von Menschen besucht wurde, weil sie einfach zu weit ab vom Schluss war. Und als Aussterbegründe geht es zunächst einmal dahin, dass diese relativ kleine Population auf dieser Insel hatte ja keine Chance mehr zu einem genetischen Austausch. Das heißt, es ist mit Sicherheit zu Inzuchtdefekten gekommen. Und was man herausgefunden hat, ist, dass die Fellstruktur sich änderte, weswegen die Tiere nicht mehr so stark und gut sich an extreme Klimasituationen anpassen konnten. Und die Physiologie der Nahrungsverwertung hat sich verändert und war nicht mehr so anpassungsfähig, sodass die Tiere praktisch mehr oder weniger über Generationen verhungert sind. Und in einer der letzteren Publikationen habe ich gefunden, dass es tatsächlich einen besonders starken Frost gab, der dazu geführt hat, dass der Großteil der Population verhungert und erfroren ist. Als Zeitraum dafür wird ein Zeitraum von etwa vor heute 2700 bis 3000 Jahren angegeben. Man sagt also zur Zeit, als die ägyptischen Pyramiden gebaut wurden, gab es wohl noch diese Mammuts und sind damit automatisch auch mit Menschen in Verbindung getreten. Aber hat praktisch das Überleben der Population gekostet. So, das waren jetzt die zwei sehr lange zurückliegenden Aussterbephänomene. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf aktuellere Phänomene über. Und eines der interessantesten für mich als Herpetologe ist natürlich die Grenada-Viper, die Insellandenotter, die endemisch auf Grenada Grande vor der Küste von
Brasilien war. Und für die vielen Freaks, es hat nichts mit dem Marlon Brando-Film Quemada zu tun, aber interessant ist, was heißt Quemada? In dem Film geht es auch darum, dass das verbrannte Erde ist und tatsächlich, das ist eine sehr, sehr kahle Insel. Weswegen diese Lanzenottern sich zwei Dinge angewöhnt haben, die sie von allen anderen Lanzenottern unterscheiden. Erstens sind es keine rein bodenbewohnenden Tiere, sondern Tiere, die sich in erster Linie in Gestrüpp und Gestrauch aufgehalten haben, weil, und das ist das Zweite, sie sich auf Vögel als Nahrung spezialisiert haben, weil es schlichtweg nichts anderes dort gab. Ja? Das heißt, wenn, dann hätten sie Insekten fressen müssen, aber es gab keine Säugetiere in dem Sinne, bis sie vom Menschen eingeführt wurden. Die Geschichte der Quemada-Viper liest sich aber ganz interessant. Ich schicke vorweg, ein Wissenschaftler hat mal gesagt, it's a species that bred itself into extinction. Das heißt, die haben sich selbst in die Aussterben gezüchtet. Achso, es kommt noch hinzu, diese Schlangen sind äußerst giftig. Sie zählen zu den giftigsten, was es an Schlangen gab, weswegen die Quemada-Insel die erste Insel auf der Welt war, wo ein automatischer Leuchtturm gebaut wurde, nachdem mindestens 4 Leuchtturmwärter von dieser Schlange totgebissen wurden. Man hat einfach beschlossen, man baut da was anderes hin. Aber immerhin, mit technischer Fortschritt durch ein Tier erzwungen. Und dann hat man 1921 die Art überhaupt das erste Mal beschrieben und 1930 eine Bestandspopulation, einen Bestand der Population zusammengezählt und hat festgestellt, 50% der gefundenen Tiere waren männlich, nur 10% weiblich und die anderen 40% waren steril, hatten aber eindeutige Geschlechtsmerkmale und konnten sich auch fortpflanzen. Es kam noch nichts dabei raus. Also das Paarungsverhalten, das Balzverhalten, das war alles funktionierte und interessanterweise, es gibt sowohl männliche als auch weibliche sterile Tiere. Das war also noch nicht mal geschlechtsspezifisch. Und dann hat man bei weiteren Zählungen festgestellt, dass sich dieses Verhältnis immer weiter verschlechterte. Das heißt also, offenbar kam dieses Gen dann weiter, dieses Sterilitätsgen. Das hat sich immer weiter ausgebreitet, oder dieser Defekt, das war wahrscheinlich kein einzelnes Gen, sodass man 1955, also nur 25 Jahre später, schon nur noch 27% männliche, 3% weibliche und 70% steriler Tiere hatte. 1966 wurden nur noch 7 Tiere gefunden, 1969 8. Sie sehen immer weiter. Interessanterweise, es sind 2003 ein paar lebende Exemplare auf einer Börse in Amsterdam beschlagnahmt worden. In freier Wildbahn, also auf der Insel, hat man seit 1990 keine mehr gefunden. Das heißt also, offenbar eine Schlange, die sich durch diesen, wie auch immer gearteten, vermutlichen Inzuchteffekt selber ins Aussterben gebracht hat. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen zum Titel der Ausstellung. Vielleicht bekanntesten ausgestorbenen Tiere. Da um die Ecke steht ein Präparat. Und es sind, glaube ich, sogar zwei, hält der auch einen toten Dodo in der Hand. Und lebte auf Mauritius. Ich habe mal geguckt, was bedeuten die Worte eigentlich. Also Dodo kommt vom portugiesischen Dodo, habe ich gefunden. Das heißt so Dudkopf. Und Dronte ist angeblich der mauritianische Name des Vogels. Allerdings wird das da auch in Frage gestellt, weil das niemand genau nachvollziehen kann, wer den Namen Dronte das erste Mal benutzt hat. 1507 wurde die Dronte entdeckt, 1690 ausgestorben. Auch hier kommt man eher zu dem Schluss, dass der Aussterbegrund nicht, früher hat man ja gesagt, ah, die sind dann gejagt worden oder auf Schiffe verschleppt worden, damit die Leute was zu essen haben. Mittlerweile ist der Verdacht eher da, dass es vorwiegend die vom Menschen eingeschleppten Ratten und Schweine waren. Auch das ist ein von Menschen verursachtes Aussterbeereignis, obwohl der Mensch selbst direkt unmittelbar da offenbar gar nicht drauf eingegriffen hat. Interessant bei der Dronte ist ja, dass wir alle immer ein falsches Bild von der Dronte gesehen haben. Das habe ich hier mal dargestellt. Das Bild links ist diese jene erste Originalzeichnung einer Dronte nach dem lebenden Tier, die damals im 16. Jahrhundert angefertigt wurde. Und das sieht ja nun ganz anders aus als das Bild, was wir so grob kennen. Nicht daneben ist auch nochmal die sogenannte weiße Dronte abgebildet. Und da gibt es verschiedene Analysen, dass das halt eben ein Tier war, das offenbar
sehr lange über das Meer nach Europa transportiert wurde und infolgedessen verschiedene physiologische Schäden davon getragen hat. Hier Luftsackbrüche, Haltungsschäden, Schnabeldeformationen. Und das waren ja zum Teil nur einzelne Tiere. Und es gibt da so eine schöne Tafel, das Bild des Bildes des Bildes, nicht, wo ein bisschen mal aufgeschlüsselt wurde, welcher Künstler hat Dodos gezeichnet. Und dann sieht man dieses Skizzen von einem Herrn Savary von 1626 waren die Basis für die meisten Dodo-Gemälde, die wir später hatten. Der Dodo findet sich übrigens auf sehr vielen Gemälden, manchmal auch nur so ganz nebenbei, läuft er so am Fußrand rum. Gibt es ein sehr interessantes Buch von Lothar Dittrich über Tiere in der Kunst des 17. Jahrhunderts. Das ist erstaunlich, wie oft da Dodos auf den Bildern sind. Einfach so. Es war also schon ein Tier, das offenbar damals schon die Fantasie der Menschen beflügelt hat. Und Sie sehen, das variiert dann immer so, aber diese Grundverstümmelungen, die waren da immer noch mal in diesen Bildern enthalten. Ganz interessant finde ich auch den Solitär- oder Trigus-Einsiedler mit dem schönen Namen Petsophax solitarius, finde ich ein sehr schöner Name. Auch hier gibt es ein Originalbild, das ein Kupferstich, der angefertigt wurde nach den ersten Sichtungen. Das ist eine Zeichnung, die ist 1708 entstanden. Das hier ist eine neuzeitliche Darstellung aus so einem Tierbuch, die dem durchaus noch nahe kommt. Der hat auf der Insel Rodrigues gelebt, 1708 gezeichnet, 1761 wurde nochmal ein Tier gesichtet und die letzte Sichtung war schon 1770. Hier weiß man ganz genau, diese Tiere sind nicht gejagt worden, deren Aussterbeursache waren tatsächlich offenbar diese eingeschleppten Säugetiere, die ja sich weniger an den erwachsenen Vögeln gütlich getan haben, aber das waren flugunfähige Vögel, die am Boden gebrütet haben. Das heißt, Schweine, Ratten, Affen haben einfach schlichtweg die Nester geplündert und irgendwann war das halt so viel, dass die Art halt eben ausgestorben ist. Wer mich kennt, weiß, dass meine Lieblingstiere weder Vögel noch Säugetiere sind, sondern ich oute mich hier, das sind Ohrwürmer. Und deswegen finde ich es natürlich schön, Ihnen auch den Dodo der Ohrwürmer vorstellen zu dürfen. Wobei ich sagen muss, es ist natürlich nicht schön, weil es natürlich eine ausgestorbene Tierart ist. Das ist der St. Helena Riesenohrwurm, der auf der schönen Insel St. Helena lebte. Und jetzt mache ich Reklame im jährlich erscheinenden Jahrbuch der Kryptozoologie, das jetzt demnächst in den nächsten Wochen erscheint, ist dann auch mein Artikel, meine Review zu dieser Art unter dem Titel Napoleons Ohrwurm drin, weil St. Helena, das ist eben jene Insel, auf die Napoleon verbannt wurde und wo er letztendlich auch gestorben ist. Vermutlich hat Napoleon diese Tiere nicht wahrgenommen, wenn, hat das nicht für bemerkenswert gehalten. Diese Ohrwürmer waren von Schnute bis Zangenspitze 8,5 bis 9 cm lang, also durchaus Ohrwürmer, die etwas stattlicher sind als die, die bei uns unter Blumentöpfen rumsitzen. Und auch da ist die Geschichte so, die erste Beschreibung war 1758 nicht etwa von Linné, sondern von dem auch Schweden Fabricius, der allerdings nur ein einziges Exemplar hatte und erst 1913 ist der Wissenschaftswelt ein zweites Exemplar bekannt geworden. Das liegt einfach daran, dass diese Insel so weit ab vom Schuss liegt. Ich hatte mal die Schnapsidee, es wäre ja schön, mal dahin zu fahren. Und dann habe ich festgestellt, es gibt nur eine einzige Verkehrsverbindung, das ist ein Frachter von Angola aus. Und der braucht ungefähr eine Woche, um bis an die Länder zu kommen und fährt auch mal einmal die Woche. Also das habe ich dann doch gelassen. Die Briten haben dort zwar einen Militärstützpunkt, aber es ist halt Militär. In den 1960er Jahren hat vor allen Dingen das Zoological Museum of London Sammlungen dort gemacht. Die haben mit die größten Sammlungen. Interessanterweise das Erstbeschreibungsexemplar, also das Typusexemplar, liegt im Manchester Museum. Und die haben etliche Tiere gesammelt. Das letzte lebende Exemplar wurde 1967 gesichtet und in den Jahren 1988 bis 2006 wurden vergebliche Suchen vom Natural History Museum durchgeführt. Die haben keine Tiere mehr gefunden. Was ist die Aussterbeursache? Einmal ist es die Dezimierung der Seevogelkolonien auf der Insel durch die Abholzung der Wälder und durch den Bau eines großen Flughafens. Denn diese Riesenohrwürmer lebten in den von den Seevögeln zusammengetragenen Steinhaufen in den Ritzen und ernährten sich zum Teil tatsächlich auch von dem Guano der Seevögel.
Und das nächste Tier, was dann eingeschleppt wurde, war dieser Hundertfüßler. Hundertfüßler ist Colopendra morsitans. Und das war nun ein Beutegreifer, der den Riesenwurm, man ja sogar in diese Ritzen folgen konnte. Der andere große Beutegreifer für Riesenohrwürmer war ein Wiederhopf, der St. Helena Wiederhopf, der inzwischen auch ausgestorben ist. Der hatte einen speziell gebauten Schnabel, mit dem er so in diese Ritzen kam, aber halt eben nur ein Stück weit. Und der Riesentausendfüßer, der Hundertfüßer, der ein Stück weit größer ist als diese Riesenohrwürmer, hat denen dann den Rest gegeben. Also auch hier wieder nicht unmittelbar das Eingreifen des Menschen, aber verursacht durch den Menschen durch die Dezimierung der Kolonie und das Einschleppen des Hundertfüßlers. Ich finde es schön und interessant, dass ich Ihnen sagen kann, nee, ist es nicht schön, das ist ja doof, dass es auch noch ein paar andere Ohrwürmer gab, deswegen erwähne ich das, die nicht mehr vorhanden sind. Das ist zum einen der Oahu-Ohrwurm, der, wie der Name Oahu sagt, auf der Hawaii-Insel Oahu lebte. Der ist 1899 entdeckt worden und schon 1928 wurde erst das letzte Mal gesehen. Herr Brindle, ein britischer Autor, hat 1980 gesagt, ja, wahrscheinlich ist er ausgestorben. Ich komme aber gleich darauf. Oder auf den Weihnachtsinseln gab es den Weihnachtsinsel-Ohrwurm, der eine noch kürzere naturhistorische Geschichte hat, aber von dem gibt es wenigstens eine Zeichnung, weil das Typusexemplar noch existiert. Und Brindle hat gesagt, und das ist das Interessante bei solchen Tieren, wahrscheinlich ausgestorben. Genau sagen kann das niemand, weil einfach schlichtweg niemand konkret danach gesucht hat. Und der Normalmensch, auch der Normalbiologe, sieht halt einen Ohrwurm. Aber meistens ist es gar nicht so einfach, alleine von der Sicht aus festzustellen, was ist das eigentlich für ein Ohrwurm. Es hat nach 1928 zum Beispiel auf Hawaii nie mehr irgendeine Exkursion oder sowas stattgefunden, die gezielt nach dieser Art gesucht. Es gibt natürlich dort auch andere Ohrwurmarten, wie zum Beispiel der nahe Verwandte Anisolaris maritima, der auf der ganzen Welt in kosmopolitischer Art verbreitet ist und natürlich auch eine gewisse Ähnlichkeit optisch hat. Also das finde ich halt interessant, das darf man nie vergessen, das gilt wahrscheinlich für alle diese ausgestorbenen Tiere, insbesondere je kleiner sie sind, umso schwieriger ist es ja, diese zu finden und umso einleuchtender ist es, wenn man sagt, naja, wahrscheinlich ausgestorben, genau wissen. Der Stephens-Laufkäfer ist ein ähnliches Phänomen, der lebte auf Stephens Island hoch, habe ich vergessen dazu zu schreiben, das ist eine neuseeländische Insel. Ich habe leider nicht ganz genau herausgefunden, wann er entdeckt wurde, aber er gilt als seit 1931 ausgestorben. Das ist ein Laufkäfer, der vorwiegend in verrottendem Holz lebte. Und auch hier war es so, klassischer Fall, Abholzen der Wälder, es gab immer weniger verrottendes Holz. Und der Käfer ist ausgestorben. Es gibt zum Glück relativ viele Exemplare in der Museumssammlung in London, sodass man wenigstens weiß, wie diese Tiere aussahen. Käfer sind generell sehr bedroht und ich habe zwei sehr besondere Exemplare mitgebracht. Der eine ist sogar politisch bedroht. Das sehen Sie aber jetzt gleich, welchen ich damit meine. So, wir haben nämlich in Deutschland oder vielmehr in Mitteleuropa zum Beispiel den Segeberger Höhlenkäfer oder auch den Hitlerkäfer. Der Segeberger Höhlenkäfer hat mich deswegen so fasziniert, weil ich vor kurzem in Bad Segeberg in dem Fledermausmuseum war und die haben eine kleine Lebendtiersammlung und die haben tatsächlich ein Terrarium, in dem sie diese Segeberger Höhlenkäfer auch halten, die es nur in dieser Kalkberghöhle in Bad Segeberg gibt, nur in dieser einen Höhle, also hochendemisch ist. Interessanterweise ein Tier, dessen Flügel voll ausgebildet sind, das aber noch nie fliegend beobachtet wurde. Es ist blind, es ernährt sich von Fledermauskot und Kadavern und in der Höhle leben gegenwärtig ca. 20.000 Fledermäuse, es werden immer weniger. Und das kommt natürlich dann hinzu, dass eine so hochendemische Art, wenn diese Fledermäuse immer weniger werden, wird dieser Höhlenkäfer natürlich irgendwann aussterben. Das Museum dort ist zusammen, das wird von NABU übrigens betrieben, ist natürlich sehr bemüht, diesen Lebensraum alleine, also nicht wahrscheinlich weniger des Käfers wegen als der Fledermaus wegen, zu erhalten, aber der Käfer profitiert auch davon. Das ist ein relativ kleiner Käfer, so, was weiß ich, 2-3 Zentimeter maximal. Ganz interessant ist auch der Hitlerkäfer, der nun mal unglücklicherweise diesen Namen hat, Anophthalmus hitleri, der wurde 1932 von einem deutschen Entomologen beschrieben, der natürlich den damaligen Reichskanzler ehren wollte. 1935, Entschuldigung. Und den gibt es nur in Höhlen in Slowenien. Und das ist tatsächlich eine Tierart, die
relativ unbedeutend ist, aber ein hochbegehrtes Sammlerobjekt bei Neonazis weltweit ist, weil es diesen Namen hat, ist dieser Käfer wird zu einem Preis von bis zu 50.000 US-Dollar auf dem Markt gehandelt. Obwohl der noch kleiner ist, der ist halt wirklich nur so ein paar Millimeter. Und das hat halt dazu geführt, dass die Slowenen jetzt mittlerweile dazu übergehen, diese Höhlen zu bewachen. Also da sind Wächter, die aufpassen, dass da keiner reinstiefelt und natürlich überhaupt also ein bisschen die Natur kaputt macht, weil die alle diesen Hitlerkäfer suchen. Das ist also ein Tier, das politisch bedroht ist, weil es gebeutelt ist durch diesen Namen, der nur unter Schwierigkeiten geändert werden könnte aufgrund der Regeln der zoologischen Nomenklatur, dass ein so vergebener Name also nur mit starken Gründen verändert werden kann. Da gibt es bisher, ich weiß auch nicht, ob das jemand schon mal beantragt hat, nicht, aber also auch hier tun wir oder Teile von uns Menschen was dazu, dass so eine Tierart ausstirbt und nur weil wir so, was hat jemand davon, wenn er dann so ein ein Käfer da rumliegen oder ein Hitlerkäfer. Ich hätte mit ihnen, also ich könnte ihnen irgendeinen Käfer essen, da ist Hitler ja auch. Also ein bisschen schade, aber ist halt so. Es gibt aber nicht nur Käfer, die durch so einen hohen Endemismus bedroht sind. Ein sehr interessanter Fall ist auch der Teufelskerpfling, der auch den schönen Namen Cyprinodon diabolus hat. Den hat er aber nur, weil das Loch, in dem er wohnt, das Devil's Hole in Nevada ist. Das ist eine Kalksteinhöhle, die nur 5x3,5x3 Meter misst und in 15 Meter Tiefe liegt. Da unten ist ein Bild davon. Und nur dort auf der ganzen Welt gibt es diese Fischart. 1890 hat man sie entdeckt und dann sieht man, die Bestände gingen zurück und durch starke Schutzmaßnahmen sind die Bestände wieder hochgegangen. Was ist die Bedrohung? Das eine ist die Klimaerwärmung, weil diese Tiere brauchen sehr kaltes Wasser, damit ihre Eier gedeihen und die Jungtiere schlüpfen. Je wärmer das Wasser in dieser Höhle wird, umso weniger Jungtiere schlüpfen. Und der Tourismus. Also wir haben gerade im letzten Jahr hat es da einen ziemlich blöden Unfall gegeben. Da ist ein besoffener Tourist in dieses Loch gestürzt und hat dabei mehrere der Tiere getötet, weil er auf die draufgefallen ist. Ja. Und bei der Rettungsaktion, den da aus dem Loch wieder rauszuholen, sind nochmal Tiere. Und deswegen ist man jetzt, ich habe die letzten Aufnahmen, die ich gesehen habe, das ist ein relativ bescheidenes Loch, wie der sie an den Maßen sehen. Da ist jetzt ein riesen martialischer Zaun drumherum, so mit Abweisern, dass da keiner mehr hingeht. Weil dieses Devil's Hole hatte natürlich auch, deswegen kommt der Name auch schon bei den Ureinwohnern dort, ja, das ist der Zugang zur Hölle, nicht? Da geht der Teufel ein und aus. Das hat also so ein bisschen kulturellen Hintergrund auch und hat dazu auch geführt, dass da sehr viele Pilger hingingen. So, und um diesen Fisch jetzt zu retten, hat man das Ganze mal ein bisschen abgestärkt. Ich wollte das gerne nur als Beispiel nennen, dass man auch sehen kann, wie nah wir auch heute noch bei vielen, wir sprechen immer von den großen Tierarten, die bedroht sind, nicht Arten, Menschen, Affen, Tiger und so. Und es gibt aber auch solche Tiere, die durchaus durch unser Handeln, unser zuweilen unbedachtes Handeln bedroht sind. Jetzt gehen wir wieder zu einer Art, die leider ausgestorben ist. Das ist der Stephens Schlüpfer, der auf derselben Insel lebt, auf der Stephens Käfer lebte. Das sieht aus so ein bisschen wie ein Zaunkönig, sind sie aber nicht. Das ist eine Gruppe von Singvögeln, die es nur auf Neuseeland gibt. Das sind die Schlüpfer halt eben. Also hat jetzt nichts mit den Kleidungsstücken zu tun, sondern weil die halt so im Gebüsch rumschlüpfen. 1894 entdeckt und das ist jetzt eine Tierart, Frau Schäfer hört das nicht gerne, aber die ist nun definitiv von Katzen zur Strecke gebracht worden und vermutlich sogar nur von einer einzigen, nämlich von der Katze Tibbles des damaligen Leuchtturmwärters. Man vermutet, dass noch weitere Katzen eingeschleppt wurden, aber Tibbles ist dokumentiert. Die hat nämlich diesen Leuchtturmwärter, der zufälligerweise Hobbyornithologe war, immer wieder Vögel gebracht, die sie gefunden hat. Und der hat irgendwann festgestellt, Mensch, das ist ja eine Vogelart, die ich gar nicht kenne. Ja, und hat das dann nach London geschickt wiederum. Die haben dann gesagt, oh klasse, das ist eine neue Art. Und dann ist Folgendes passiert. Dann hat man einfach behauptet, die Art ist ausgestorben, um den Preis für Einzelstücke hochzutreiben. Der Leuchtturmwärter hat sich eine goldene Nase verdient, indem er seine Katze darauf dressiert hat, die Vögel nicht zu töten, sondern nur zu bringen. Und Baron Rothschild steckte dahinter, der wollte die nämlich alle haben. In der Rothschild-Sammlung sind auch die meisten Präparate von Stephen Schlüpfern heute noch zu sehen. Und wahrscheinlich ist der Vogel dann gegen Ende des Jahrhunderts, auch schon 1898,
sind die letzten Tiere wohl gefangen worden und nach London in die Sammlung gebracht worden. Also hier ist die Aussterbeursache eindeutig zumindest eine Katze, nämlich Tippels. Wahrscheinlich gab es auch noch andere Katzen. Es gibt Gerüchte, wonach mit dem Leuchtturmwärter auch eine trächtige Katze auf die Insel kam, die sich dort wahrscheinlich dann auch schon vermehrt hat. Ich habe dann eine interessante Publikation von einem Herrn Loss aus den USA gefunden, von 2013, der gesagt hat, die haben das mal erst ermittelt und die sind zu dem Ergebnis gekommen, Hauskatzen töten heute noch 1,4 bis 3,7 Milliarden Vögel pro Jahr auf der Welt. Also das sollte man nicht unterschätzen. Dann eines meiner Lieblingstiere, ich sag mal so, wie Elke sagte, ich dachte, das ist so ein Fantasietier, nicht wie diese Nasendinger da oder so Nasendinger. Der Schweinsfuß-Nasenbeuter. Wie kam es dazu, dass das eines meiner Lieblingstiere ist? Ich hatte als Kind ein Tierbuch, das hieß Aigners Enzyklopädie des Tierreichs. Und da waren so schöne Abbildungen und da war der Schweinsfuß abgebildet. Und weil er so ungewöhnlich aussah, hat mich das so fasziniert und ich habe dann mit Entsetzen festgestellt, dass da schon drin stand, wahrscheinlich ausgestorben. Der Schweinsfußnasenbeutler lebt in Australien und zwar in Zentralaustralien, also mitten in der Wüste. Wenn Sie sich ein australisches Bild vom australischen Kontinent vorstellen, dann ist das ja drumherum so ein bisschen grün und innen drin mal gelb oder rot, weil da die Wüste ist. 1818 ist das Tier entdeckt worden. Er war dann auch bei den Siedlern dort relativ bekannt. 1838 war die Erstbeschreibung, und jetzt kommt das ganz Spannendes. Dieses Beuteltier hatte etwas, was es sonst nur bei einer einzigen anderen Säugetiergruppe gibt, nämlich es hatte nur einen Huf an den Hinterläufen. Es war also monodaktyl, was wir sonst nur von Pferden oder Pferdeartigen kennen. Der Vorderfuß hatte auch nur 30 Bar, kam so ein bisschen wie ein Schweinsfuß, außer daher kommt auch der Name. Und es gab noch etwas, die ersten Tiere, die gefangen wurden, hatten keinen Schwanz. Man weiß aber heute, dass auch die näher verwandten Beutelmarder sehr leicht den Schwanz verlieren, wenn man da dran greift. Also das ist offenbar so eine Art Mechanismus, wie man das bei Eidechsen kennt, also so ein Sicherheitsmechanismus, lieber den Schwanz abwerfen und du entkommst. Inzwischen weiß man, dass die Tiere Schwänze hatten. Und es war ein Deutscher, nämlich ein Herr Kräft, der hat 1866 dort Studien gemacht und der hat einige Tiere in seinem Lager gehalten und hat auch Zeichnungen davon angefertigt. Das sind übrigens die einzigen authentischen Bilder, die wir von diesen Tieren kennen und haben, und hat auch beschrieben, wie die sich so verhalten. Leider hat Herr Kräft das getan, was man gerne tat damals, als er fertig war und dachte, er hat jetzt genug gesehen, hat dann die Tiere gegrillt und gegessen. Was übrigens bei den Aborigines üblich war, da war es so, dass diese Schweinsfußnasenbeutler eine sehr große Rolle hatten. Und zwar war es angeblich so, dass wenn Mädchen während der Menstruation diese Tiere gegessen haben, fruchtbarer wurden. Also ist eine Legende der Aborigines. Also diese Tiere tauchen auch in den Legenden der Aborigines auf. Und was war aber jetzt die Aussterbeursache? Und die drei Gründe, die da unten stehen jetzt, sind sukzessive zu sehen. Ursprünglich hat man gesagt, ja, die sind von Ratten und Füchsen ausgerottet worden. Dann hat man die Studien festgestellt, dass der Aussterbevorgang begann lange, bevor Ratten und Füchse in diesen Gegenden zu Hause waren. Vor allen Dingen in diesen extremen Wüsten kommen die ohnehin nicht vor. Diese Tiere waren angewiesen auf frische, junge Weideländer. Die sind tatsächlich ausgerottet worden in diesen Randgebieten der Wüste durch die Einfuhr von Schafen und Rindern, die ihnen die Lebensräume zertrampelt haben und auch die Bauten, in denen die gehaust haben und ihre Jungtiere gekriegt haben. Also hier Aussterbeursache wahrscheinlich einmalig auf der Zertrampelung des Lebensraumes. Später kamen Ratten und Katzen dazu, die dem Ganzen dann noch eins draufgesetzt haben und 1930 hat es eine extrem große. Die letzten Tiere hat man in den 1960er Jahren gesichtet. Auch hier ist es aber so, niemand hat seither konkret danach gesucht. Das heißt, man kann nur sagen, wahrscheinlich ist die Art ausgestorben. Aber da, wo sie als letztes lebte, im äußersten Norden Westaustraliens, im äußersten Osten Westaustraliens, da sucht heute keiner gerne
weil das einfach eine absolut unwirkliche Gegend ist. Ja, und das bringt uns dann zu einem der berühmtesten ausgestorbenen Tiere der Welt, nämlich dem Beutelwolf. Dieses Bild habe ich deswegen reingenommen, weil das erste Bild von Beutelwölfen war, das ich als Kind gesehen habe und das ich mir eingeprägt habe. Das war in einem Buch, das hieß Jimmeck unter Australiens Tieren. Da ist dieses Bild, das ist ein Pärchen Beutelwölfe aus dem Zoo Washington. Also das ist eine Tierart, die durchaus auch in Zoos gehalten wurde. Und hier ist es nun so, dass diese Tiere tatsächlich zum Aussterben bejagt wurden. Vor allen Dingen, weil die australische und tasmanische Regierung von 1888 bis 1909 Prämien, Kopfprämien ausgesetzt hat für jeden Beutelwolf, der gejagt wurde, weil man dem unterstellt hat, dass er die Schafbestände dezimiert. Man weiß inzwischen, dass das eben keine Beutelwölfe waren, sondern im Wesentlichen Dingos und verwilderte Haushunde. Die Beutelwölfe haben sich nur nachher an den übrig gebliebenen Resten glücklich getan, aber das waren die, die gesehen wurden. Und die hat man dann gejagt. Und ich habe hier eine Tabelle gefunden aus einer kleinen Region namens Woolnorth im Norden Tasmaniens, wie die Jagdstrecke aussah. Da sieht man das deutlich nicht. Von 1874 bis 1903, also in diesen ungefähr 30 Jahren, waren es 149 Tiere, die dort in dieser einen Gegend gejagt wurden. In den 20 Jahren zwischen 1903 und 1923 nur noch 4. Und seit 1923 hat man dort kein Tier mehr gesehen. Also es ging rapide nach unten und der australische Kollege Paddle, der sich sehr intensiv mit Beutelwürfen beschäftigt hat, hat mal gesagt, ja, das ist so from mythology to mythology, also von einem hochmythologischen Tier, was auch wieder bei den australischen Ureinwohnern durchaus eine große Rolle gespielt hat. Von dieser Mythologie kam es halt zur Misere, dass das Tier also im Grunde genommen praktisch komplett ausgestorben ist. Interessant ist jetzt Folgendes, eine Wissenschaftlergruppe um den Amerikaner Brook hat 2021 Folgendes gemacht. Die haben einmal zusammengetragen, von wo gibt es angebliche Sichtungen mit Beutelwölfen bis 2019. Haben diese Punkte da eingezeichnet. Die fetten Punkte sind immer Punkte, wo eine gewisse wissenschaftliche Kredibilität dahinter liegt. Und die Färbungen sind so, also man hat dann mit einem Computerprogramm errechnet, wenn es noch Beutelwölfe gäbe, wo würden die am ehesten vorkommen, auch was die Umwelt-Lebensbedingungen anbelangt, dann sieht man, da ist das vor allen Dingen hier dieser nördliche Zipfel von Tasmanien und eine besondere Häufung ist hier, das ist der Savage River und das ist ein Naturgebiet, das nennt sich Takin. Und diese Takine ist ein Gebiet, in dem vor allen Dingen Minen sind. Es wird also da unterirdisch sehr viel gebuddelt. Da ist es aber so, dass man tatsächlich sagt, dort könnte es noch lebende Beutelwölfe geben. Und es ist vor kurzem ein Roman erschienen, der den schönen Titel Music for the Tigers hat. Und von einer jungen Frau namens Michelle Kara-Gusman. Und Kara-Gusman hat halt unter anderem folgenden Absatz da drin. Der größte Schatz des Lagers ist die Flussinsel Convict Rock. So, und jetzt kommt der tiefe Teil. Dort hatte Luises Urgroßmutter ein Reservat für die letzten lebenden Beutelwürfe eingerichtet. Kaum jemand kriegt die scheuen Tiere zu Gesicht. Und so war die Abgeschiedenheit des Tarkins der ideale Rückzugsort. Und hier greift Kara-Gusman auf, dass die lokalen Bewohner in Takin auch bis heute tatsächlich überzeugt sind, dass in ihrem Wald noch immer ein paar Exemplare des Beutelwolfs herumstreifen. Bis heute, Meldungen von flüchtigen Sichtungen gibt es immer wieder und die Takiner lassen niemanden in dieses Gebiet rein. Also die haben das wirklich abgeschottet, nachdem die letzten Minen dort geschossen wurden, haben die gesagt, so, jetzt tastet keiner mehr unsere Region an. Und das ist ein sehr aktueller Roman, übrigens ganz nett geschrieben, eigentlich für Jugendliche, aber ich fand den auch nett zu lesen. Nicht? Also, da geht es auch übrigens auch um Schweinsfußnasenbeutel. So, und dann, jetzt kommen wir zur Biene. Muss ja sein, da geht es auch die Biene. Jetzt kommen wir zu einem Kapitel, das heißt Lazarus-Tierarten. Erinnere nochmal an die
entsprechende Stelle aus dem Johannesevangelium. Da heißt es, nun war da ein Kranker, Lazarus von Bethanien. Und daraufhin sagte er, Jesus, zu ihnen, unser Freund Lazarus schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Lazarus ist gestorben. Bei seiner Ankunft fand ihn Jesus schon 4 Tage begraben. Und nach diesen Worten rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Tote heraus, Füße und Hände in Binden gewickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus sagte zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Was sich wie eine moderne Zombie-Geschichte liest, ist eine der Wundertaten, die Jesus vollbracht haben soll. Eben jener Lazarus war Namenspate des Lazarus-Effektes. Dieser beschreibt die Wiederentdeckung von Tierarten, die bereits als ausgestorben galten. Er wurde von dem US-amerikanischen Wissenschaftler David Jablonski geprägt. Eine Tierart gilt nach den Kriterien der International Union for the Conservation of Nature als ausgestorben, wenn trotz intensiver Nachforschung in einer angemessenen Zeit, abhängig vom Lebenszyklus der Tierart, kein lebendes Exemplar eindeutig dokumentiert werden konnte. Der Beutelwolf beispielsweise, eine der populärsten neuzeitlich ausgestorbenen Tierarten, wurde 1986, genau 50 Jahre nach dem Tod des letzten bekannten Exemplars im Zoo von Hobart in Tasmanien, für ausgestorben erklärt. Würde man ihn wiederentdecken, wäre es ein Lazarus-Taxon, also eine Tierart, die überraschenderweise doch nicht ausgestorben ist. Das ist im Grunde genommen das, was wir mit Lazarus-Tierarten meinten. Ich stelle ein paar Beispiele vor. Zum Beispiel der Baumhummer. Hört sich ein bisschen doof an, ist aber die offizielle Deutsche, in Englisch heißt es Lord Howe Island Stick Insect. Die sind, wie lange die bekannt waren, weiß ich nicht, das konnte ich nicht herausfinden. 1918 auf jeden Fall ist da auf der Lord Howe Insel vor Australien ein Schiff gekentert, die SS Macambo, und die Ratten auf dem Schiff sind auf diese Insel gelangt, waren wahrscheinlich der Grund dafür, dass diese Tiere plötzlich nicht mehr da waren und wurden von den Ratten gefressen, weil es da nicht viel anderes gab. Schon 1920 hat man keine lebenden Tiere mehr entdeckt, 1960 wurden sie als ausgestorben erklärt und 2001 hat man auf einem relativ kleinen Felsen vor Lord Howe Island ein paar lebende Exemplare entdeckt in einem Strauch. Heute, nach heutiger Zählung, sind da 40 Tiere und der Melbourne Zoo hat dann erfolgreich ein Zuchtprogramm aufgebaut. Heute gibt es 9000 Tiere in australischen und ich glaube auch englischen Zoos. Und ich hoffe, da sind wir in Ordnung, weil wir uns auch gerade daran gekriegt haben und gesagt haben, wir wollen uns an dem Zuchtprogramm beteiligen. Wir haben schon das Signal, wenn also Tiere zum Abbringen sind, dass wir die auch kriegen. Nicht? Also das ist so ein Lazarus-Taxon, natürlich relativ unscheinbar. Ein anderes ist ebenfalls unscheinbar der sogenannte Shelterhöhlenkrebs. Da haben wir auch wieder ein Phänomen. 1988 hat man die letzten Exemplare gesehen und 2019 wurden plötzlich wieder Tiere entdeckt. In dieser Höhle, die in Alabama ist, auch hier wieder ein hoher Endemismus, kommt nur in dieser einen Höhle vor. Und jetzt haben wir ein ganz anderes Problem, nämlich jetzt ist es so, dass das Grundwasser dort in der Gegend immer stärker verschmutzt wird, weil die Stadt Madison ist relativ nah da dran und es ist noch was anderes. Diese Höhle wurde von einem Eventmanager zu einer Eventhöhle umgebaut. Das heißt, in diesem einzigen Lebensraum dieser Höhle finden jetzt Konzerte statt und Theateraufführungen. Und dieser Höhlentourismus wird wahrscheinlich diesen Tieren in baldiger Zukunft nochmal den Garaus machen. Aber, wie wir so schön immer sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und in meiner Monographie über die Schweinsfußnasenbeutler habe ich am Ende einen Satz zitiert. Moment, ich muss mal den holen. Von einem Wissenschaftler, der sich mit den Schweinsfußnasenbeutlern beschäftigt hat, nämlich einem Herrn Piper. Und der hat gesagt, falls es noch eine klitzekleine Chance gibt, eine Restpopulation dieser Art zu finden, dann in irgendeiner entlegenen Ecke in den zentralaustralischen Wüsten. Wer weiß. Und damit würde ich gerne enden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht.